Wegen geradeaus, würde ich mal sagen. Bitte was? Die A3 wegen geradeaus. Geradeaus. Schieb mich zu deiner M4A1. Nee, M8A1, ne? Bringt das was, wenn ich dich schieb? Weiß ich nicht. Hallo. 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 Alter! Ich hab immer drüber gezielt, da keine Sorge. Bringt das was, wenn ich dich schieb? Weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen. Mach das mal. Alter! Alter! Jetzt gibt's auf die Fresse! Nein, Alter, hör auf! Das wollte ich nicht, so jetzt komm. Wenn du schon umdrehen musst. Ich seh dich. Ich seh dich. Aber wir fahren hier ziemlich, wir fahren hier aber alleine, Alter. Ist mir sowas von egal. Ja, aber trotzdem. Wir machen uns nicht Städte 40 oder in der Medium 3 entgegenkommen. Ja, meistens kommt's aber immer so. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir hier irgendwie Verstärkung haben. Ah, der ist hinterm Berg, okay. Du schießt ihn hinterm Berg, der ist auf der Brücke. Bitte was? Ist auf der Brücke. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Muhaha, warte mal, warte mal. Mach mal langsam. Das ist ein Panzer 3. Da ist ein M2 Medium vor uns. Ja, ich merk schon. Hast du dem gerade eine verpasst? Ja. Lock ihn mal raus, dann kann ich ihn auch. Da kann ich ihn. Realization in 3, 2, 1. Ah, da kommt aber was. Oh Scheiße, Medium. T40, ich hab's geahnt. Und Medium 3. Scheiße. Kleiner Tipp, fahr nicht von meine Kanonen. Die schießt alle unter alle 2 Sekunden. Medium 3 zuerst. Lass mir den Abschluss. Bam, jawohl, danke. Ich wollte ihn dir eigentlich noch klauen, aber. Alter, jetzt schießt du mir direkt vor dem Rohr, ne? Jetzt hast du ihn angezündet. Ich habe ihn angezündet, ja. Mein Turm ist im Arsch. Ja, scheiße, Munitionslager kaputt, Kette kaputt. Dann repariere dein Munitionslager, meine Güte. Boah, scheiße, ich sehe nix. Munitionslager ist 2, ne? Ja. Mein Turm ist wieder einsatzbereit. Ja, gut. Reife an Panzer 3, kommst du mit? Ja, ich komme mit, alles gut. Ja, die schießt übrigens auf uns. Ich merk schon. Alter, fahr mir nicht vor die Kanone! Ah, ich glaube, das hat sich erledigt. Vergessen, T-46 sind gerne so. Vor allem steht da noch ein B1. Pass auf, der B1 ist ein Heavy. Ich weiß, ich sehe es. Ich nicht, aber ich weiß alles. Alter! Pass auf, T-46 von oben. Ja, ja, ich sehe schon. Weil ich, Alter. Ich will dich um und schießen weg. Ah, scheiße! Fuck! Naja, wäre ja zu schön, um wahr zu sein, wa? Theoretisch ja. Ach, nee! Scheiße! Könntest du bitte aufhören damit? Womit? B1, könntest du bitte aufhören, mal Gold zu schießen? Dankeschön. Meinst du mich oder was? Nein, der B1 hat mit Gold jetzt auf mich geschossen. Ach so. Noch 33 Struktur. Das könnte ein bisschen böse enden jetzt. Ich habe 1000 Schaden mit dem 4er Panzer, der 50 Schaden pro Schuss macht. Das ist so gut. Ja.
und 3 Abschlüsse. Wo sind deine 3? Ja, ich habe nur einen. Aber dafür habe ich einen zu Brand geschossen. Yay. Tja, Lecto lässt sich töten. Und unsere Arti holt sich den Kill. Jawohl. Nice one. Ja. Naja, ist jetzt auch 10 vor. Ja. Ja, warte, wir machen gleich, ich mache eben gleich die Abmoderation. Ich muss eben nochmal was nachgucken. Ich muss eben nochmal aufs Klo gehen. Ja, warte kurz eben. Was soll ich mir holen? Die neue Kanone, ne? Würdest du sagen? Auf welchem? M4. Lass mich kurz gucken. M4. Amis. M4. Wo ist der M4? M7? Sheffield? M4, welche Kanone würdest du dir dann holen? Die 105. Die 105 mm. Nicht? Eher nicht. Eher den Turm, ne? Ja, den Turm und dann die Kanone. Weil die 105 mm Kanone hat zu geringen Durchschlag. Okay, gut. So, dann habe ich mir jetzt den Dingens geholt. Was? Ich möchte den. Wen soll ich nehmen? Den M4 A3 E8 Sherman oder den E2 Sherman Jumbo? Das ist mir Jacke wie Hose, musst du ja. Ja, nein, gucken. Welcher ist besser? Du musst dich damit rumquälen. Ich guck mal nach. Moment. Der Sherman Jumbo. Man muss da, warte kurz, man muss dazu sagen, der Lars ist halt so der Pro und yep. Ich persönlich bin halt eher so der Casual World of Tanks Spieler und ja, deshalb frage ich immer dem Lars und eigentlich vom Lars kann man einiges lernen. Sagen wir es mal so, mit dem M4 A3 E2 Sherman kommst du zu den Mediums und zu den Heavies. Ja. Vom M4 A3 E8 kommst du allerdings zum Jackson, also zu den Jagdpanzern. Da du allerdings mit dem M8 A1 schon die Jagdpanzer angefangen hast, würde ich eher sagen, du gehst mit dem M4 A3 E2 Sherman auf die Mediums und auf die Heavies. Wobei ja. Also mit dem Sherman Jumbo. Weil die Heavies werden später richtig, richtig genial, weil die Turmpanzerung einfach nur awesome ist bei denen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, hast recht. Ist echt besser, mit denen dann da zu gehen, weil... Ja, den Wolverine kriege ich ja... Ja, ich könnte dann auch nochmal sparen auf die T-40. Damit ja, ich dann auch noch den Jackson kriegen würde. Ja, aber den Jackson ist nicht so toll. Ja, gut. Die Hellcat ist geil, ne? Ja, die Hellcat ist richtig geil. Ja, gut. Okay. Dann hätten wir das auch geklärt. Naja, also dann, Leute... Ballt's euch im Kopf, holt euch den Jumbo Sherman. Holt euch das, womit ihr besser klarkommt und wie ihr dann ja, später genau. Weitergehen könnt. Ja, auf jeden Fall unsere. Habe ich dich jetzt abgewürgt? Nee, mach ruhig. Ja, auf jeden Fall. Damit beende ich die Session auch hier. Der Lars ist am Heulen, da habe ich es mal wieder heute geschafft. Ja, und ich sag tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Tschüss. Nicht weinen, Lars.